Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Vor roundabout 2 Jahren habe ich mir in den USA mein Chameleon-Antenna M-Pass 2.0 Antennensystem bestellt und damals habe ich euch das auch in einem kleinen Unboxing so mal grob vorgestellt, zumindest den Lieferumfang. Dann kam Corona, dann kamen Lockdowns, niemand wusste so genau, was jetzt zu tun ist und das eigentlich damals geplante Praxisvideo ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aus diesem Grund möchte ich das heute nachholen. Ich möchte euch mal zeigen, was kann das Antennensystem, welche Antennen kann man damit bauen, wie sind so die groben Eigenschaften der unterschiedlichen Antennen und welche nutze ich davon am meisten. Los geht's! Hier seht ihr jetzt mal die erste Konfiguration des M-Pass 2 Systems. Das ist das sogenannte Manpack, die Manpack-Konfiguration. Die besteht hier zum einen aus der Antenne, dieser MIL 2.0 Antenne, dieser Stabantenne. Dann haben wir hier unten dann das Hybrid Mini angeschlossen und das steckt hier in dem Rucksack alles so in der Seite drin, sodass man das also auch relativ portabel nutzen kann. Das Einzige, was hier noch weggeht, das sind dann 2 Kabel. Zum einen ist es natürlich das Antennenkabel, das ist das hier, was ihr hier seht. Und zum anderen geht hier raus einmal das Gegengewicht. Das liegt dann einfach so hier in der Landschaft quasi rum. Das muss man natürlich auslegen. Das heißt, das kann man also nicht so ohne weiteres hinter sich herschleifen, wenn man zum Beispiel das Funkgerät auf dem Rücken trägt. Aber das ist zumindest relativ zügig aufgebaut, denn man kann hier das, wie gesagt, einfach kurz zusammenrollen, dann auch rausschmeißen und direkt Betrieb machen. Ja, und damit kann man eigentlich vor allen Dingen in den oberen Bändern, aber auch in den mittleren Kurzwellenbändern schon einiges erreichen. Man braucht für die unteren auf jeden Fall einen Tuner, den seht ihr hier auch. Alles, was unter 10 MHz ist, da braucht man einen Tuner dann, um das nutzen zu können. Aber das geht auch. Man kann also auch hier 40 und ja, bedingt auch 80 nutzen. Natürlich mit so einer kleinen Antenne hier dann nicht wirklich super gut. Diese Variante kann man natürlich auch abgesetzt nutzen. Dazu wird hier dieser Spike, diese Bodenhalterung einfach in den Boden gerammt. Dann kommt oben drauf geschraubt der Hybrid Mini und da oben drauf dann schließlich die Antenne. Natürlich muss auch hier wieder ein Gegengewicht genutzt werden. Das wird hier dann an dem Bodenhaken festgemacht. Ihr seht das hier an der roten Schraube, ist es befestigt und ja, das Gegengewicht läuft dann im Prinzip von der Antenne weg. Die Performance dieser Konfiguration ist natürlich identisch mit der des Manpacks, einfach weil hier die Antenne auch natürlich etwas kürzer ist. Aber man kann das Ganze nochmal deutlich verbessern, wenn man das zur Vertical umbaut. Und dazu nehmen wir jetzt noch dieses Erweiterungsteil, dieses vertikale Erweiterungsset und das bauen wir hier noch ein. Hier seht ihr jetzt eben jene Konfiguration mit der Verlängerung, das heißt unten wieder den Bodenanker, das Hybrid Mini und links geht dann das Gegengewicht zur Seite weg. Dann haben wir eben jene Antennenverlängerung, die hier eingeschraubt ist. Die macht die Antenne, die Vertikalantenne, etwa doppelt so lang. Also da hat man dann richtig etwas an Vertikalantenne. Die geht bis hier, da seht ihr da an dieser kleinen Markierung. Und dann kommt eben hier noch die Originalantenne, die dünne, etwas dünnere oben drauf, sodass man also eine richtig, richtig lange, große Vertikalantenne hat. Von, ja, vielleicht so geschätzt, würde ich jetzt mal sagen, 5 Meter Höhe etwa. Ja, damit kann man natürlich die unteren Bänder deutlich besser arbeiten. Einfach weil der Strahler jetzt größer ist. Auch sonst geht natürlich damit mehr, aber es ist trotzdem halt noch eine Vertikalantenne, eine übersichtliche Vertikalantenne. Wie gesagt, so roundabout, ich schätze jetzt mal 5 Meter Höhe. Noch, wenn man noch bessere Ergebnisse haben will, dann muss man mehr Kabel dran machen. Was man an dieser Stelle noch erwähnen sollte, ist, dass man natürlich auch ein eigenes Radial-Netz anschließen kann. Ich habe ja mein Radial-Set euch schon mehrfach kurz gezeigt. Das kann man dann hier unten ebenso dran klemmen an die Vertikalantenne. Und dann hat man eben ein bisschen mehr Drähte, die dann in alle möglichen Richtungen davon gehen können, sodass man da auch noch ein etwas besseres Gegengewicht hat als nur diesen einen Draht.
Hier seht ihr jetzt die dritte Variante des Aufbaus. Das ist die Anvis Horizontal. Anvis hier steht für Near Vertical. Also hiermit kann man nahezu vertikal in den Himmel strahlen und so auch auf der Kurzwelle über kurze Distanzen kommunizieren. Ja, was ihr hier seht, ist, dass das Hybrid Mini da oben an einem Mast festgemacht ist. Typischerweise so in 3-4 Meter Höhe. Es muss also nicht allzu hoch sein. Und dann wird die Hauptantenne, die Drahtantenne, dann in derselben Höhe weggeführt, so etwa 20 Meter weit weg und dort ebenfalls in der Höhe von ja, so 3-4 Metern dann aufgehangen oder irgendwie befestigt. Das Gegengewicht, das geht hier runter, genauso wie auch das Antennenkabel an einem Mast und wird dann quasi hier einfach nur am Boden entlang verlegt und hat dann so eine L-Form, kann man sagen. Und so baut man eben diese Anvis-Konfiguration hier auf. Das Schöne ist, hier reicht ein kleiner Mast oder eben zwei Bäume, die so ungefähr 15, 20 Meter voneinander entfernt sind. Ein bisschen Seil, dann kann man das auch hochziehen an einem Baum. Oder eben hier, wie jetzt hier zu sehen, so ein kleiner Mast, ein Portabelmast. Und dann kann man das eben in dieser Konfiguration aufbauen. Der Aufbau, den ihr jetzt hier seht, das ist einer, der Grundform ist auch für die weiteren, die jetzt noch so kommen. Dazu ist hier einmal die Halterung, die Bodenhalterung, dieser Spike im Boden. Dann haben wir hier das Char Mini und dann sind hier unten einmal das Gegengewicht angeschlossen und hier oben an der Oberseite die Antenne. Hier mit der Zugentlastung in Form hier dieses Karabinerhakens ist das Ganze hier festgemacht. Ja, die Variante, die ich euch zuerst zeige, das ist der sogenannte Slooper. Das ist einmal hier ein Gegengewicht, das auf dem Boden liegt, in dieselbe Richtung, wie auch das Antennenkabel geht. Und damit haben wir auch zum ersten Mal hier eine Richtwirkung, denn die Antenne strahlt quasi in diese Richtung. Und beim Slooper oder beim Slooping Wire ist es so, dass die Antenne quasi jetzt nach oben hin weggeführt wird, in gerader Linie dann möglichst hoch aufgehangen wird, dass man also quasi hier so eine Art Winkel hat, wo das Ganze hochgeht. Das ist ganz gut, vor allen Dingen für mittlere Kommunikationsreichweiten, so auf allen Bändern, aber auch auf den unteren Bändern, Bodenwelle kann man damit ganz gut machen. Hier seht ihr jetzt die Slooping Wire Antenne nochmal von einer anderen Perspektive. Und hier sieht man etwas besser, wie das Kabel hier hochgeführt wird, das Hauptkabel der Antenne. Und dann hier so 45 Grad Richtung Himmel geht, während das Gegengewicht, das bleibt hier quasi unten auf dem Boden dann einmal liegen und liegt dann hier im Gras. Diese Aufbauform, die nutzen wir, wie gesagt, auch bei zwei anderen Antennen. Zum einen beim Inverted V und zum anderen beim Inverted L. Gemeint sind hier die beiden Buchstaben V und L, dann in umgedrehter Form sozusagen. Wir starten hier mal mit dem Inverted V. Das hier wird, wie gesagt, an der Unterseite genauso aufgebaut, wie ich das gerade eben schon geschildert habe. Sprich, wir haben unten unser Gegengewicht und dann geht oben unser Antennendraht weg. Das Antennenkabel läuft dann zunächst einmal hoch, zum Beispiel zu einem Mast, wird dort etwa in der Mitte dann befestigt und läuft auf der anderen Seite wieder runter. Und hier seht ihr auch, woher die Antenne den Namen hat, Inverted V, invertiertes V, denn jetzt bilden die beiden Hälften des Antennenkabels hier quasi ein umgedrehtes V. Die Antenne ist sehr, sehr gut für die oberen Bänder geeignet, also 15 Meter, 10 Meter. Hier kann man wirklich sehr große Reichweiten in dieser Konfiguration erzielen, aber auch auf den unteren Bändern ist sie durchaus brauchbar, dann allerdings nur mit mittleren Entfernungen. All diese Konfigurationsformen sind aber natürlich in der Anleitung nochmal ausführlich beschrieben. Hier seht ihr nochmal die Inverted V, die ich euch auch gerade gezeigt habe, eben mit dieser umgekehrten V-Form. Und es gibt hier auch noch die Inverted L,
wo eben zwei Aufhangpunkte oben gebraucht werden, entweder an zwei Bäumen oder ein Baum, ein Mast, und wo dann geradewegs nach unten der Rest der Antenne geführt wird, das Ganze so in 10 Meter, ja, 8 bis 10 Meter Höhe etwa. Und ihr seht auch hier immer die Strahlrichtungen, die sind hier ebenfalls eingezeichnet, und ihr findet hier in der Anleitung auch noch weitere Möglichkeiten. Die werden euch zum Beispiel hier gezeigt als Dipol oder in Form einer Vertical Loop oder Horizontal Loop Antenne. Hierfür müsst ihr dann aber eigenes Kabel nehmen. Das Standardkabel, was dabei ist, das kann dafür nicht genutzt werden. Aber man kann natürlich auch hier an den Hybrid Mini eben andere Sachen noch anschließen, eigenes Kabel anschließen, um weitere Antennenkonfigurationen zu nutzen. Zum Abschluss zeige ich euch auch noch mal mein optionales 2,70 Zentimeter Modul. Das seht ihr hier einmal aufgebaut. Dazu habe ich hier unten am Fuß der Antenne ganz normal den Spike gesetzt und darauf geschraubt dann diese Antennenerweiterung für die Vertikalantenne. Die wird jetzt hier nicht als aktives Element genutzt, sondern im Prinzip eigentlich nur als, ja, als Mast sozusagen, als Hilfsmast, sodass man hierfür kein weiteren Mast dann unter Umständen mitnehmen muss, und oben drauf geschraubt wird dann hier eben dieses kleine Kästchen mit den beiden Antennenhälften rechts und links. Ja, die Antenne, wie gesagt, für 2,70 Meter so tauglich. Sie kann horizontal und auch vertikal polarisiert werden. Wenn ihr eine vertikale Polarisation wollt, dann wird ein Element von der Seite weggenommen, so wie jetzt hier zu sehen, und dann einfach oben drauf geschraubt. Ja, und hier seht ihr auch jetzt einmal die Rückseite dieses Moduls. Da seht ihr, geht das Antennenkabel rein und dann unten einfach runter. Wie gesagt, der Mast, der da unten drunter geschraubt ist, das Teil der Vertikalantenne, das ist hier nicht aktiv mit der Antenne verbunden, sondern dient quasi nur als Mast, nicht als Antennenverlängerung. Und so lässt sich dann ganz entspannt Amateurfunk betreiben. Hier ist Delta Lima 2 Alpha Romeo Tango mit einem Test auf dem Berg Camarelli. Ja, hier ist Delta Lima 2 Alpha Romeo Tango. Ich teste gerade mal, ob ich das Berg Camarelli erreichen kann. Ich habe es selbst ein bisschen im Rauschen, aber es nimmt nicht zu, wenn du darüber sprichst. Also ich denke, dass du annähernd rauschfrei am Relais ankommst. Ja, super, prima, dann danke ich dir. Ich liege nämlich im Garten mit einer kleinen Antenne gerade in der Hängematte. Ja, super, danke für die Rückmeldung. Ne? Delta Lima 2 Alpha Romeo Tango. So, das war mein Praxisvideo zur Chameleon-Antenne MPAS 2.0 Antenne, zum Antennensystem, muss man ja sagen, denn ihr habt gesehen, hiermit sind verschiedenste Aufbaumöglichkeiten gegeben, die euch ja auch einen sehr variablen Einsatz dieses Systems erlauben. Ich persönlich nutze immer zwei Varianten, also in der Regel zwei Varianten. Das ist zum einen die klassische Vertikalantenne hier mit der Verlängerung. Der Riesenvorteil hier an dem Ganzen ist, dass die sehr schnell aufgebaut und sehr schnell abgebaut ist. Relativ unproblematisch alles. Ich bin zum Beispiel früher, oft habe ich meine Tochter zum Reiten gefahren in die Eifel, musste dann da vor Ort so eine Stunde, anderthalb warten. Und dafür ist es optimal, schnell mal was aufbauen, bisschen funken, bisschen Verkehr machen und dann das Ganze auch genauso schnell wieder abbauen. Natürlich ist hier die Reichweite nicht wirklich super. Ja, also die X-Verbindungen sind damit ein bisschen schwierig, aber es ist durchaus eine sehr solide Möglichkeit und bietet halt die Möglichkeit, hier viele Bänder mit dem Tuner relativ einfach abzuarbeiten. Zweite Variante, die ich nutze, ist dann die Inverted V-Variante. Das ist das, was ich aufbaue, wenn ich wirklich die maximale Effizienz aus dem System rausholen möchte. Meistens baue ich so in Nord-Süd-Richtung auf, sodass ich abstrahle, zum einen Richtung Amerika, also USA oder Südamerika, auf der anderen Seite Richtung Asien, sprich Russland, China, Japan, so diese Richtung. Und damit kann man dann auch wirklich DX-Verkehr machen.
Für den Aufbau, der ist natürlich ein bisschen aufwendiger und dafür braucht man auch einen Mast. Ich nutze hier einen Spider-Beam-Mast, werde ich euch auch bestimmt noch irgendwann mal vorstellen, meine Maste hier von Spider-Beam. Und da kann man eben dann mit dem Mast mal schnell was aufbauen, diese Inverted-V-Variante basteln und dann hat man wirklich die maximale Effizienz hier aus dem System rausgeholt. Eine dritte Variante, die ihr zumindest ein, zweimal aufgebaut haben solltet, falls ihr das System habt, ist dann die NVIS-Variante, also die Near-Vertical-Abstrahlung, wo man eben fast vertikal nach oben auf der Kurzwelle abstrahlt und das Ganze auch fast vertikal wieder runterkommt, sodass man eine sehr gute Nahbereichskommunikation damit erreichen kann. Und das ist etwas, was vor allen Dingen im Bereich Notfunk dann sehr interessant ist. Etwas, wovon ich im Nachhinein sagen würde, das hätte ich mir sparen können, das ist sicherlich hier dieses 2,70 Zentimeter Modul. Da war ich am Anfang sehr begeistert von, wollte das unbedingt haben, auch weil es so schön zu dem Gesamtsystem passt. Aber man muss einfach sagen, die Effizienz hier, die ist nicht wirklich gigantisch. Und für den lokalen Repeaterbetrieb, für Reichweiten so um die 50 Kilometer, ist das sicherlich in Ordnung. Aber wenn man zum Beispiel auf einer Aktivität ist, auf einer 2,70 Zentimeter Aktivität, dann ist das einfach etwas zu dünn. Und deswegen habe ich dafür diese Geschichten auch mir mittlerweile etwas anderes zugelegt. Auch das stelle ich euch dann mal irgendwann anders vor. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu, eure Fragen dazu hier unten in die Kommentare hauen. Und wenn ihr schon mal da unten seid und euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Gerne könnt ihr das Video auch weiterempfehlen, den Kanal weiterempfehlen, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und damit wir wachsen, müsst ihr natürlich auch den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr eben auch über die kommenden Videos informiert werdet. Ja, abschließend noch der Hinweis auf meinen Funkwelle-T-Shirt-Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk-T-Shirts kaufen könnt. Und mit dessen Kauf ihr dann auch den Betrieb dieses Kanals so ein bisschen unterstützt. Den Link dazu, den findet ihr hier unten in der Beschreibung des Videos. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.